Hallo, ich bin's wieder, Ralf Bohlmann. Mal weniger essen für ein paar Tage, auch mal nichts zu essen für etwas länger als die üblichen 4 Stunden tagsüber und die 8 bis 9 Stunden über die Nacht, das ist sehr gesund. Wenn man das regelmäßig tut, lebt man sogar länger. Und zwar lebt man gesund länger und ist hinten raus weniger lang alt, wenn du verstehst, was ich meine. Nachgewiesen ist das längst an praktisch allen lebenden Organismen. Vom Hefepilz über die Maus, vom Primaten bis hin zum Homo sapiens. Gilt also auch für dich und für mich. Wenn das nur nicht so unangenehm wäre, einfach mal Nein, danke zu sagen. Ich verrate dir was. Du gewöhnst dich daran. Aber natürlich nur, wenn du willst. Wenn du dazu bereit bist. Wenn du bereit bist, einfach mal die Signale des Körpers zu überstimmen, die da sagen, hau rein, ist lecker. Und wenn du bereit bist, auch mal die Zeit zu ertragen, in der die anderen essen oder die du sonst mit der Zubereitung und mit der Mahlzeit an sich zugebracht hast. Der körperliche Hunger oder sagen wir besser der Appetit an sich ist ja gar nicht das einzige Thema. Die Routine der Mahlzeiten kommt ja noch hinzu. Die Mahlzeiten strukturieren schließlich unseren Tag. Sie rahmen praktisch die anderen Dinge ein, die wir den ganzen Tag lang so tun. Arbeiten, Ausbildung, Hausarbeit oder Freizeit. Vor der Arbeit kommt das Frühstück. Nach ein paar Stunden brauchen wir eine Pause, Mittagessen, nach getaner Arbeit das Abendessen und dann die freie Abendroutine. Wenn eine Mahlzeit wegfällt, dann fehlt dieser Rahmen, die Tagesstruktur. Oder zumindest ändert sich der Verlauf der Routine und es entfällt der Belohnungsaspekt einer Mahlzeit. Es sei denn, du gestaltest es so, dass der Rahmen bleibt und die emotionale Belohnung ebenso. Vielleicht ist das sogar der Schlüssel. Sobald du es schaffst, die temporäre, künstliche, erfundene, vorgegaukelte Nahrungsmittelknappheit emotional umzudeuten, wird es ganz sicher leichter. Denk also daran, dich bewusst und positiv darauf einzulassen. Von mir aus die Struktur der Mahlzeiten grundsätzlich zu erhalten, nur anders halt. Du kannst ein Glas Wasser und einen Kaffee ebenso zelebrieren wie dein sonst so gewohntes Frühstück. Einen Shake ebenso wie einen Teller Spaghetti Bolognese. Du kannst dich auch mit einer Karotte quasi belohnen. Du darfst diesen Dingen oder auch dem Verzicht darauf vielleicht eine neue Bedeutung geben. Die Bedeutung von, damit tue ich mir gut. Oder, das zu tun ist gesund. Oder, das lässt mich gesund und schlank werden. Oder, die beste Version von mir steht auf gesundes Essen und kann auch locker mal auf eine Mahlzeit oder zwei verzichten. Du kannst sogar dem körperlichen Gefühl, das du früher Hunger genannt hast, eine andere Bedeutung geben. Das Gefühl, das du früher mal Hunger genannt hattest, du erinnerst dich vielleicht noch, das kannst du ab sofort als das Abnehmgefühl bezeichnen. Sobald du ein Loch im Magen verspürst, kannst du sagen, oh, ich nehme gerade ab, ich spüre, wie ich abnehme. Denn genau das passiert ja schließlich. Der Körper signalisiert dir, dass du was essen solltest, genau dann, wenn er aufhört zu verdauen und wenn er anfängt, was von den Reserven abzuknabbern. Also wenn du beginnst abzunehmen. Warum nennst du es dann nicht so? Wenn du schlecht mit Nahrung, mit Energie und Vitalstoffen versorgt bist, dann macht es Sinn, dieses körperliche Gefühl als Warnung zu verstehen und als Signal, schnell für dringend nötige Nahrung zu sorgen. Wenn du aber mit Nahrungsenergie überversorgt bist, und das erkennst du leicht im Spiegel und an der Zahl auf der Waage, dann macht es Sinn, dieses körperliche Gefühl als Hinweis darauf zu verstehen, dass die überflüssigen Fettreserven sich freundlicherweise gerade verabschieden, sich zurückbilden, gesund schrumpfen sozusagen. Alles klar? Was früher der unangenehme, blöde Hunger war, das ist ab heute das neue, gute, positive Abnehmgefühl. Und wenn es um das Abnehmen für dich gar nicht geht, dann ist es einfach das Gesundheitsgefühl. Denn ab und zu mal nichts oder wenig zu essen, ist, wie schon gesagt, hochgesund. Und zwar für Schlanke, ebenso wie für noch nicht ganz so Schlanke. Das leere Gefühl in der Magengegend bedeutet, dass sich überflüssige Fettpolster gerade gesund schrumpfen. Und das ist super. Das Gefühl bedeutet, alles super, es läuft, und zwar in die richtige Richtung. Hattest du heute schon das Abnehmgefühl? Also ich schon. Meine letzte Mahlzeit ist jetzt ziemlich genau 16 Stunden her. Super. Eine Sache habe ich noch für heute. Ich habe mit dem Team entschieden, dass wir jetzt zum Jahresanfang auf alle Ernährungspläne von mitralfbesseressen.de einen Rabatt in Höhe von 20% einrichten. Alle Pläne, die zum Abnehmen, die für Muskelaufbau, für Definition oder Clean Eating, jetzt noch, und zwar nur noch bis Sonntag, dem 10. Januar 2021,
mit 20% Rabatt. Quasi als Starthilfe für ein gesundes und schlankes Jahr 2021. Wenn du jetzt endlich an deine Ernährung rangehen willst, mit einem auf dich zugeschnittenen Plan und mit wissenschaftlich fundierter Unterstützung, dann hol dir deinen persönlichen Plan auf mitralfbesseressen.de. Ohne Punkt und Komma, mitralfbesseressen.de. Und zwar am besten bis Sonntag mit 20% Rabatt. Alles klar? Okay, wir hören uns. Dein Ralf Bohlmann.